ist das dabei die geile Szene, die es auch schon in dem Trailer gab. Klingt zumindest danach und ich glaube, in dem Trailer war das auch dieser Pitcairn. Klingt schon mal geil hier. Wo ist er? Ach, da. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Reeds ist näher an der Stadt, aber auch viel näher an ihrer Artillerie. So. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Tja. Alter Schwede. Ja. Ich suche nach Zombie. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Netz. Wenn das Schiff gestoppt wird, da kümmern wir uns drum. Um seinen Arsch hochzukriegen. Ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Wie nett von ihm. So, ein Schiff versenken. Kinderspiel. Machen wir mal eben kurz. Ohne Schaden zu erleiden. Ja, sollte drin sein. Oh geil, slidet er so ein bisschen runter. Alter, jetzt hier voll durch das Artilleriegebiet laufen. Alter Schwede, das ist geil gemacht. Nicht schlecht. Gefällt mir. Alter Schwede. Ja, die Stadt ist irgendwie ein bisschen kaputt, möchte man sagen. Alter, geht's hier ab. Wie geil. Da wollte ich zwar nicht hoch, aber auch gut. Schwimmen wir mal eine Runde. So, die Frage ist nur, wie sollen wir das versenken? Das sehen wir gleich, denke ich mal. Ach, dann sollen wir, okay. Alter, das klingt richtig fett. Ein Grenadier per Luftattentat eliminieren, auf den Schiffen unentdeckt bleiben. Ach, beide muss ich jetzt, ja, okay. Kein Ding. Hoffentlich. Das gefiel mir gerade gar nicht, wie das da eben aussah. War gerade so ein bisschen, weiß nicht, verpixelt. So, wir kommen von hinten natürlich ran. Weil die damit eher weniger rechnen. Ach komm, ihr seht mich nicht mehr. Tja, da sehen sie mich schon nicht mehr. Ein Grenadier. Wie soll ich die denn per Luftattentat eliminieren? Die sind doch alle da unten drin. Hä? Okay, kein Plan. Erstmal die beiden da. Zack. Ja, scheiß drauf, ne? Ah, verdammt, das mit den Kontern muss ich auch erstmal hinkriegen wieder. Nein. Zack. Jawohl, Nummer 1 ist hier. Nehmen wir mal das Tomahawk raus. Oh, sind wir über Bord gefallen. Ey, piss Snake. Zack. Bleib schön liegen. Ach. Nice one. Ah, Sprengladung legen. Oh, verdammt. Juhu! Wollen wir uns natürlich mit ansehen. Jawohl, ja. Eines ist kaputt.
bleibt noch eines. Was? Na, machen wir auch kurz einen Prozess mit. Hoffentlich. Schön Tomahawk hier und dann... Warte mal, da standen doch eben welche. So vorteilhaft, jawohl. Guck mal, der steht da doch schon so fordernd. Oh, ja, das ist natürlich auch mal gut. Und tschüss. Ey. Und cool. Oh, geil. Och, komm schon. Zack. Scheiße. Habe ich ihm trotzdem noch den Fall verpasst? Aber ja. Ach so, die sollte ich... Das sind die Grenadiere. Okay. Irgendwie ein bisschen ekelhaft. Ja, legen. Ah, okay. Schauen wir uns natürlich schön mit an. Ach so, Fahne hissen. Ah, toll. Ja. Kann man mir natürlich nicht früher sagen, dass ich danach auf den Schiffen die Fahnen hissen soll. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass wir jetzt mit unserem Schiff hier kommen und da kurz einen Prozess mitmachen. Hätten ja auch keine Chance gegen. Aber egal. Hat auch so Bock gemacht. Ne? Alter Schwede, ist das hoch hier schon wieder. Schafft er es da hoch? Nee, ne? Muss ich hier lang? Ja. Oh. Uiuiuiui. War mir knapper, als mir lieb war. Klang das nur so oder gab das gerade wirklich keinen Sinn? Achso. Na, hm. Fallen lassen. Und interagieren. Jawohl, ja. Toll, jetzt kann ich noch rüber auf das andere Schiff. Ach so, muss ich nur auf einem. Ah, okay. Wäre sonst auch ein bisschen nervig. Ein drohender Konflikt. Ja, scheiß drauf. Warum kriegt der da jetzt gerade durchs Wasser quasi? Ach so, weil ich jetzt an Land schon wieder bin. Das ist natürlich auch klasse. Okay. Patriot. Fette Sache. Alter, die Stadt ist ganz schön im Arsch. Na, wo bleibst du? Alter, dass die nicht schneller machen können. Ja, jetzt macht er mit einmal schneller, oder was? Wir gleich wieder da. Jetzt folgt der Patriot mir hier. Boah, wie ich weiß, wo es lang geht, was? Oh. Sie sind in der Überzahl, sag ich. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie. Oh, geil. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Habt Munition. Achtet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männern. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Geschafft. Das war eine gute Ansprache.
Lager auf Roten Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Ich meine, wir sind durcheinander da. Ich schätze, dass du außen bist. Oder warten wir sie hier rein für dich? Wir haben keine Zeit. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März. Wenn ich zurückgehe, erwarte ich eine Entschuldigung. Klar, immer mit dem Kopf durch die Wand. Und wir sind sowieso so eine Ein-Mann-Armee. Von daher. Was? Pferd besteigen? Runter! Los, runter! Ah, hier kann ich in Deckung hintergehen, okay. Wow, verdammt. Ja. Es geht los! Okay, ja, super. Ich weiß nicht mal, wann die schießen oder so. Ah, okay. Scheiße, ja, irgendwie schon klar. Das wird wohl nichts. Darf ich da mal durch? Na, war klar. Alter Schwede. Ich weiß auch nicht, wann die schießen und so. Ach so, kaum komme ich raus, ballern sie alle los. Oh, verdammt. Ja, das war etwas zu weit. Ach. Ja, super. War so klar, das war so klar. Ach, komm. Hab ich wenig. Ah, das schaffe ich nicht mehr, oder? Doch. Alter, wieso... Nächste Salve warte ich hier noch ab. Jetzt. Ja, war wohl nichts mit keinen Schaden nehmen, was? Egal. Ab durch die Bäume. Würde ich mal sagen. Zack, zack. Oh, wie ich das liebe, ne? Das gibt es gar nicht, wie geil das ist. Oh ja, und jetzt kommen wir von hinten und dann reißen wir ihm schön den Arsch auf. Irgendwie klang das gerade ein bisschen komisch, wie ich das gesagt habe. Ach, ich darf nur 4 Gegner eliminieren, okay. Auf die Bäume kann ich nicht hoch, oder? Nee. Na los, komm her. Ich könnte eigentlich auch das ganze Lager hier ausschalten. Hätte ich auch meine Ruhe. Oh, ja, das ist natürlich...